Der Märzfrühling läuft in den kommenden Tagen zur Höchstform auf. Am Freitag sind im Südwesten sogar rekordverdächtige 25 Grad möglich. Danach wird es aber wechselhafter und etwas kühler. Am Donnerstag fällt im Norden und Osten noch etwas Regen. Im Westen und Südwesten setzt sich aber schon wieder die Sonne durch und es wird warm mit bis zu 21 Grad. Im Norden bleibt es mit höchstens 15 Grad und einem frischen Wind noch etwas kühler. Der Freitag wird dann landesweit sonnig und für die Jahreszeit extrem warm. Mit bis zu 25 Grad im Südwesten sind örtlich sogar neue Rekordwerte nicht auszuschließen. Aber auch im Norden wird es mit um die 20 Grad sehr warm. Abends sind im äußersten Westen lokale Wärmegewitter nicht ganz auszuschließen. Danach setzt sich kurzzeitig wechselhaftes und etwas kühleres Wetter durch. Am Samstag sind im Osten bei viel Sonne nochmals um die 20 Grad möglich, im Westen ist es aber schon kühler mit Schauern. Der Sonntag bringt dann überall Schauerwetter, am Montag wird es aber schon wieder freundlicher.